So, Freunde, herzlich willkommen zu diesem Video. Heute spreche ich mit Dr. Dr. Rainer Zittelmann über die aktuelle Corona-Krise. Wir sprechen über verschiedene Themen, wie er persönlich die Situation einschätzt, wie er sein soziales Leben eingeschränkt hat, ein Stück weit auch, und was er von den Investitionen denkt, die in der Zukunft gemacht werden können, und auch wie man sich verhalten soll, wenn man jetzt vielleicht irgendwo investiert ist, und vor allem auch, welche Auswirkungen das ganze Thema auf den Immobilienmarkt haben wird. Schönen guten Morgen, Herr Dr. Dr. Rainer Zittelmann oder Doppelbizeps. Morgen. Morgen. Wie ist die Lage in Berlin? Was hat sich für Sie persönlich verändert bezüglich der Corona-Krise? Ja, das Wichtigste für mich war mal, meine Eltern zu sensibilisieren. Die hatten jetzt am 9. März Geburtstag. Die haben beide am gleichen Tag Geburtstag. Meine Mutter ist 87 geworden, mein Vater 91. Die sind zum Glück sehr fit, ja. Ja. Aber ich habe dann so schon ein bisschen Diskussion mit denen gehabt, weil ich habe vorher gesagt, bitte keine Geburtstagsgäste empfangen, weil die gehören ja wirklich zu der sehr gefährdeten Gruppe. Und dann, ja, meinte meine Mutter, ja, dann standen die vor der Tür, dann kann man die nicht wegschicken. Und da habe ich gesagt, doch, natürlich kann man die wegschicken, ja, weil das sind einfach Leute, die haben es nicht begriffen und die gefährden hier andere Menschen. Aber ich denke, inzwischen verhalten die sich auch sehr vorsichtig, haben auch der Putzfrau Urlaub gegeben. Und so weiter, so dass, also das war mal meine erste Sorge, meine Eltern, ja, weil Statistik, dass Personen 80, da gehören die beide dazu, dass da die Todesrate 15% ist, ja, und das ist also dafür die doch sehr gefährlich, ja. Ja, für mich selbst habe ich schon auch mein Leben, hat sich natürlich jetzt etwas verändert. Normalerweise gehe ich fast jeden Tag trainieren. Das Sportstudio hat zu. Allerdings habe ich einen Freund, der hat macht ein Studio manchmal dann für sich und für mich auf, so dass ich da dann doch zwar nicht jeden Tag, aber so jeden zweiten Tag trainieren kann, dann halt zu zweit im riesigen Studio. Das geht dann doch, ja. Und ja, also klar, sonst ich gehe auch immer feiern, normal Freitag, Samstag. Das habe ich jetzt schon seit ein paar Wochen eingestellt, was auch ganz gut ist, weil man hat also gehört, dass ein Großteil der Infektionen in Berlin in Clubs stattfindet. Zwar nicht in den Club, wo ich immer hingehe, aber immerhin, das kann ja überall passieren. Also so, da hat sich schon auch einiges verändert. Ja, und das ist natürlich für Sie kein Problem, mal nicht ins Fitnessstudio zu gehen, aber es gibt ja andere Leute, für die ist das halt eine Menge Geld, die da jeden Monat ihre Beiträge bezahlen müssen, und die können jetzt nicht ins Fitnessstudio gehen. Was ist denn mit denen? Die zahlen dann weiter, zahlen die ihre Beiträge nicht? Werden solche Situationen gelöst? Also ich sag mal, ich finde es ganz unsolidarisch und bekloppt, wenn da überall so, das ist so eine typisch deutsche Mentalität im Fernsehen, die Verbraucherschützer, ich habe jetzt hier eine Karte gekauft fürs Konzert und kann da nicht hin. Wie kann ich das zurückkriegen? Mein Recht als Verbraucher, mein Recht als Arbeitnehmer. Also ich sag mal, das ist eine Situation, wo gerade kleine Selbstständige sehr hart betroffen sind. Und zum Beispiel bei mir, der Inhaber von dem Studio, das ist so ein Franchise-Modell, ist natürlich darauf angewiesen, dass die Leute weiter ihre Beiträge bezahlen. Und der kriegt dann auch schon so dusselige Briefe, ja, ich will jetzt hier nicht bezahlen oder ich will kündigen oder was weiß ich. Ich finde es total unfair, weil ich meine, das macht keinen kaputt, auch wenn er jetzt vielleicht nicht so viel Geld hat. Ja, bei mir im Studio ist ja ziemlich billig, kostet 20 Euro im Monat, ja. Aber sagen wir, selbst wenn es 50 Euro im Monat kostet, ja, das ist für den Einzelnen, auch wenn er jetzt nicht so reich ist, eine Summe, die er verschmerzen kann. Aber wenn der jetzt mit konfrontiert ist, dass der Inhaber vom Studio oder der Besitzer, dass jetzt die Leute da alle sich querstellen und sagen, ich poche auf meine Rechte und ich konnte das nicht nutzen und was weiß ich, ja, dann hat der ein echtes Problem. Ja. Und ich finde, da muss man auch ein bisschen solidarisch sein, gerade gegenüber kleinen Gewerbetreibenden, Selbstständigen und so weiter. Und da, das ist so ein bisschen unsere deutsche Wohlstandsmentalität. Ja, wir haben die, aber wirtschaftlich soll sich für mich nichts ändern. Ja. Das ist auch so unser Wirtschaftsminister Peter Altmaier, der hat ja im Fernsehen versprochen, keiner wird entlassen und keine Firma, die wirtschaftlich gesund ist, geht pleite. Das ist einfach Schwachsinn. Das ist jetzt hier eine ganz brutale Geschichte mit erheblichen auch Auswirkungen auf die Wirtschaft.
Und dann den Leuten einzureden, ja, wir leben ja hier im Wohlfahrtsstaat und du musst da keine Opfer bringen und für dich ändert sich nichts, weil der Staat fängt alles auf, ja. Das ist eine ganz falsche Einstellung meiner Meinung nach. Und da kann jeder, wie gesagt, in so kleinen Bereichen anfangen, dass er nicht da auf seinem Recht pocht im Fitnessstudio und sagt, okay, das ist nicht dessen Schuld, ist auch nicht deine Schuld, aber dann zahlst du halt mal 2, 3 Monate, ohne dafür eine Leistung zu bekommen und musst halt zu Hause Liegestützen machen. Ja, das ist klar. Muss man durch. Und die Unternehmen kann man natürlich nicht im Stich lassen, weil das hat natürlich auch große wirtschaftliche Konsequenzen. Wie schaut es denn aus so im Alltag? Sie holen ja ab und zu mal was zu essen mittags, to go, mit nach Hause. Solche Geschichten, machen Sie das noch oder kochen Sie jetzt komplett selbst? Also kochen tue ich sowieso nicht. Ich habe einen Herd, der ist noch nie benutzt. Ja. Ich bin sonst immer so mittags ins Maredo, habe dann Salat geholt. Ja. Das war mir dann irgendwann ein bisschen zu suspekt, weil ich dachte, die Löffel da am Buffet, die vorher irgendwo 40 andere Leute angefasst haben, das ist vielleicht nicht die beste Idee. Also ja, ich habe genug Quark und Erdbeeren und Blaubeeren und die Putzfrau, die habe ich jetzt auch erstmal gesagt, bitte nicht putzen bei mir, weil wer weiß, wenn die krank ist, will ja nicht, dass die ihre Viren hier im ganzen Haus verteilt. Yeah. Ich habe gesagt, stattdessen kann sie einkaufen gehen und stellt mir die Sachen dann vorne hin. Ich gehöre übrigens auch zu den Leuten, die schon sehr früh Vorräte, da sagen ja viele, ja, das ist Quatsch und das ist blöd, weil ist gar nicht begründet. Aber ich sage mal, das ist wie an der Börse. Da muss man auch in der zweiten oder dritten oder vierten Ableitung denken. Jetzt nehmen wir mal an, sie sagen, ja, das ist ganz unbegründet, das ist ja alles verfügbar. Aber was nützt Ihnen das, wenn jetzt 50% Ihrer Mitmenschen anders denken und räumen die Regale leer, dann stehen Sie nachher vom leeren Regal und sagen, ich habe aber recht gehabt, sozusagen. Ja, also ich habe das anders gemacht. Ich habe schon die Gelegenheit genutzt, zum Beispiel habe so 40 Kilo Müsli bestellt, ja, Magermilchpulver bestellt, ja. Dass ich davon könnte ich mich ja schon alleine ernähren, ja. Toilettenpapier habe ich auch ausreichend da und für den Fall des Falles, dass die Dinge ausgehen, ist ja interessant, in jedem Land reagieren die Leute anders. Also in Deutschland sind sie irgendwo mit dem Toilettenpapier fanatisch, in Amerika kaufen sie Waffen, in Frankreich habe ich gehört, kaufen sie Kondome, wo ich das gehört habe, muss ich auch noch ein paar kaufen, wer weiß, wenn die ausgehen, das wäre auch nicht so gut. Ja, ja, nein, nein. Und und das Ding ist halt auch, wenn man im Januar Essen gekauft hat, einiges, wurde man blöd angeschaut, ja. Alle haben gesagt, ach, als ob man das braucht und so. Und damals wäre es auch, wenn alle sich frühzeitig vorbereitet hätten, gar kein Problem gewesen mit den leeren Regalen und so wahrscheinlich. Jetzt sind die leer und wenn jetzt einer mal überproportional viel einkauft, ist klar, dass die anderen Leute sich vielleicht ein bisschen beschweren im Laden, so, ja. Aber wenn es im Januar jeder schon angefangen hätte, sich vorzubereiten dementsprechend, dann würde der Engpass wahrscheinlich gar nicht entstanden sein. Ich verstehe auch gar nicht, warum die Leute alle in die Läden gehen. Ich meine, ich habe das alles so im Internet meiner Sekretärin eine Liste gegeben und habe gesagt, bestell das online, bestell die Sachen online. Das Magermilchpulver, so viel gibt es auch gar nicht. Die 40 Kilo von meinem Lieblingsmüsli, die sind ja gar nicht im Laden vorrätig. Also ich habe das alles online. Dass alle Lebensmittel online bestellen, gerade in den USA, hat auch für mich eine konkret negative Auswirkung. Jetzt sollte eigentlich mein Buch The Rich in Public Opinion, also das ist die deutsche Ausgabe von Die Gesellschaft und ihre Reichen, Ende des Monats kommen. Habe ich mich schon riesig drauf gefreut. Jetzt musste der Verlag das verschieben. Mhm. Unter anderem deswegen, weil Amazon in den USA sich verständlicherweise so stark auf diese Lebensmittellieferung konzentriert hat, dass die ganze Bücherauslieferung da im Moment nicht mehr so richtig so zu funktionieren scheint, wie das funktionieren soll. Ja? Ja. Und dann haben die gesagt, ja, wir verschieben das jetzt auf Anfang Mai. Nur da sieht man auch irgendwo die Blauäugigkeit von vielen Leuten. Ich habe gerade gestern da den Mailverkehr gehabt und habe zurückgeschrieben, also Anfang Mai. Also ich wette mal, da ist die Situation noch sehr viel schlimmer in den USA, als sie jetzt ist. Es fängt ja erst an. Ja, also ja, klar. Mal gucken, wann das Buch dann kommt. Aber es gibt ja viele Menschen, die meinen irgendwo so, ja, das ist jetzt mal 4, 5 Wochen und dann ist das Beste, fängt erst an und in 4, 5 Wochen ist die Situation auf jeden Fall schlechter als jetzt. Ich habe auch deswegen, ich hatte so eine Augenoperation, die war für Ende April terminiert. Ja. Da bin ich ins Krankenhaus und habe also mit der Ärztin gesprochen und habe gefragt, kann man es entweder vorziehen oder sehen Sie das Risiko, dass sich jetzt verschlechtert, als nicht so
hoch an, sodass man es auch im halben Jahr oder so machen könnte. Und also ich habe es jetzt erstmal nicht gemacht. Ich hätte es sonst, weil es auch nicht so dringend war. Aber ich habe gesagt, Ende April will ich also nicht im Krankenhaus liegen, weil erstens ist die Wahrscheinlichkeit, dass man sich dann selbst infiziert hat oder da im Sehr Krankenhaus hoch. infiziert, schon eher höher. Und so eine Kombination von Augenoperation und dem Virus da, das will man halt nicht haben. Ja. Und außerdem weiß man ja gar nicht, wie sind dann da die Bettenkapazitäten und wie ist da, werden dann überhaupt so Operationen gemacht und wie ist da ein Chaos. Also persönliche Auswirkungen gehabt, aber was mich jetzt mal richtig aufregt, ist die Dummheit vieler Menschen. Ja, also ich poste viel in Facebook und da kriechen jetzt die ganzen Verschwörungstheoretiker aus ihren Löchern und jeder glaubt, ich weiß Bescheid, da ist ein geheimer Plan dahinter, das ist in Wahrheit ganz harmlos, das wird hier nur Panik gemacht von den Medien. In Wahrheit ist es ja nur wie die Grippe, die man jeden Winter sowieso hat und das stimmt alles gar nicht und dann wird so insinuiert, ja, jetzt steckt da ein Plan dahinter, ja, von irgendwelchen geheimen Mächten, ja, da hat jeder seine andere Theorie, also bei den Arabern erzählen es natürlich alle, das sind jetzt irgendwo, das sind die Juden oder die Israelis, die das Virus gemacht haben, in China erzählen sie es und in Russland erzählen sie, das war der CIA, das waren die Amerikaner gewählt, irgendwo seine eigene schwachsinnige Theorie. Ja, oft so nach so Motto, das Lieblingsmotto von solchen Verschwörungsspinnern, das heißt cui bono, also wem nützt das? Die fragen dann immer, wem das nützt und wollen daraus dann ableiten, wer jetzt angeblich ganz geheim irgendwo dahinter steckt. Ja, nur ich sage, gehen Sie mal vor Gericht, in irgendeine Gerichtsverhandlung und argumentieren dann, ja, der war es gewesen, weil dem hat es ja genützt. Ja, wenn Sie nach der Logik vorgehen, da müsste jeder Bezugsberechtigte von der Lebensversicherung der Mörder sein Ja, hinterher, klar. weil der ja einen Vorteil draus hat. Also das wird ja kein Gericht der Welt akzeptieren, wenn du sagst, ja, der war es gewesen, weil es dem genützt hat. Ja, aber das ist irgendwie, ich habe da das Gefühl, manchmal frage ich mich, sind wir wirklich so aufgeklärt? Sind wir wirklich weiter als im Mittelalter, wenn man sieht, selbst so Aberglauben, ja, also das mit Humor sehen. Heute früh habe ich zum Beispiel Folgendes gelesen: Da gibt es so Leute, das verbreitet sich jetzt überall im Internet, die behaupten, da gibt es eine Zahlenkombination, das sind irgendwie sieben oder acht, weiß ich, Zahlen, fünf, drei, so und so, ja, Ja. Zahlen. Und die musst du jetzt überall an die Wand schreiben und auf Zettel und überall hinlegen, weil dann verbreitet sich das Virus nicht mehr so. Oder einer hat auch geschrieben, da musst du es mal auf ein Blatt schreiben, da muss man so ein Ja. Glas Wasser auf das Blatt stellen und dann muss man immer mehrfach am Tag aus dem Glas trinken und dann kann man das Virus also nicht bekommen. Ja. Okay. Erzählen so die Priester, dass man so Knoblauch essen muss, was vielleicht tatsächlich hilft, weil das soziale Distanz schafft, dann zu seinen Mitmenschen, wenn man dann stinkt. Ja. Und da hat also jeder irgendwo eine andere schwachsinnige Rezept oder Theorie. Ja. Und da zweifelt man wirklich manchmal an der Rationalität der Leute. Ja. Und was mich, also viele Menschen sich gar nicht dran an bestimmte Regelungen oder Vorgaben halten. Also man fragt sich, sind die Deutschen auf einmal ein Volk von Anarchisten geworden? Ich meine, in Griechenland oder in Italien war das immer schon so. Wenn da die Behörden irgendwas anordnen oder der Staat, du sollst Steuer zahlen, dann war das allenfalls eine Option, über die man nachdenken konnte, aber war nichts, was irgendwie jemand für sich als in irgendeiner Weise verbindlich angesehen hat. Das ist so in Griechenland beispielsweise. Ja. Ja. Aber die Deutschen, die waren ja eigentlich, sind ja eher immer kritisiert worden als so obrigkeitshörig und der Deutsche, der glaubt alles, was die Regierung sagt und macht alles so, was angeordnet wird. Und jetzt sieht man das Die Gegenteil, glauben gar dass nichts also da mehr, die ganz viele Leute. Menschen, die feiern irgendwie Corona-Partys, die, ja, da sage ich mal zwei Sachen dazu. Erstens mal, die Politiker gehen jetzt mit schlechtem Vorbild voran. Da waren noch die Bundestagssitzungen, da habe ich mir angeschaut, da saßen sie alle 700, einer neben dem anderen, ja, Ja. und vorne hat jemand gepredigt, so
So, ja, als ob die unverwundbar wären. Ja, die haben vielleicht parlamentarische Immunität mit gesundheitlicher Immunität verwechselt. Ja, haben sie gedacht, für sie kann es nicht treffen. Oder dann waren die Talkshows jetzt am Sonntag Anne Will und da sitzen sie alle eng beieinander, sogar die Virologe, und erzählen den Leuten, dass sie 2 Meter Abstand haben sollen. Also, das ist Nicht schon ernst genommen, auf jeden viele Fall. völlig absurde Szenen. Gestern auch Pressekonferenz von hier dem regierenden Bürgermeister von Berlin und von dem von Brandenburg. Die sitzen dicht an dicht nebeneinander und beschweren sich darüber, dass die Leute keine soziale Distanz hier Ja. einhalten. Also, das ist schon mal völlig absurd. Das Zweite ist, dass man natürlich sagen muss, es wurden so viele Krisen tatsächlich erfunden in den letzten 20 Jahren. Also ich bin ja schon ein bisschen älter als Sie. Ich kann mich noch erinnern, da war erst das Waldsterben, da hieß es, der Wald, der ist bald tot. Dann kam Rinderwahnsinn. Damals war ich noch Redakteur bei der Welt und da habe ich damals so mich schon drüber lustig gemacht, habe ich bei den Verbraucherzentralen angerufen und habe gefragt, was haben die Leute denn für Fragen? Und da hat einer gefragt, ja, kann ich noch Lederschuhe tragen, weil ich befürchte, dass ich dann praktisch Rinderwahn bekomme. Ich habe gesagt, Okay. also, dann gab es irgendwo Dioxineier, dann gab es ja, noch vor einem Jahr, da sind wir mit Stickoxiden alle irgendwo, ist die Stickoxid-Sau durchs Dorf gejagt worden und alle hatten Ja. Panik wegen, ja, 12.000 Tote schon wegen Stickoxiden. Dann ist der Klimanotstand überall ausgerufen worden und ja, da muss man sagen, das ist natürlich fatal, weil wenn man immer ruft, es brennt, es brennt, es brennt, dann kommt die Feuerwehr irgendwann nicht mehr, wenn es wirklich brennt. Und dann nehmen die Leute das auch nicht ernst, wenn es dann wirklich so ist. Und das ist, glaube ich, die wirkliche Ursache, warum jetzt viele Menschen das nicht ernst nehmen, weil gerade Ältere, die sagen, also ich habe jetzt zwar noch überlebt, ich habe die Stickoxide überlebt, ich habe ja, und die hören dann irgendwann nicht mehr hin. Die sagen, das ist jetzt wieder so eine Panik, die irgendwo medial erfunden wird. Das glaube ich aber in dem Fall nicht. Ja. Ich glaube in dem Fall tatsächlich, dass es reell ist und dass es schon Grund zur Sorge für viele Menschen gibt, besonders natürlich für Ältere oder für Leute, die gesundheitlich vorbelastet sind. Und ich meine, wer das nicht glaubt, der sagt, ja, da gibt es jetzt halt mal ein paar Tote. Also das finde ich auch erschreckend, wenn man die Berichte hört von italienischen Krankenhäusern. Ja? Und dann sage ich, dann geh mal dahin in die italienischen Krankenhäuser und erzähl den Ärzten und den Patienten, das ist alles so unnötige Panik und macht euch mal nicht so einen Kopf, das ist ganz normal, das gibt es jedes Jahr. Ja? Da werden sie sich an den Kopf fassen und wenn man das dann den Menschen aber entgegenhält und sagt, geh mal nach Italien und guck, was da ist, dann sagen die, ja, aber in Italien, die Krankenhäuser sind im schlechten Zustand. Klar, sind die aber nicht erst jetzt, das waren die auch vor einem Jahr, das waren die auch vor 2 Jahren. Trotzdem gab es da nicht so ein Chaos, ja, weil da nicht permanent Leute eingeliefert wurden, die jetzt dann irgendwo an die Beatmungsgeräte ran müssen. Also das gibt, wie gesagt, sehr viel Irrationalität im Umgang mit der Sache und das ist das, was mir eigentlich Sorgen macht, ja, dass man also manchmal glaubt, wenn man zu den Menschen gehört, die weder jetzt in blinder Panik noch in Sorglosigkeit sind, dass man dann irgendwo zu einer kleinen Minderheit gehört, letztlich. Wie finden Sie die Maßnahmen, die die Bundesregierung oder die Kanzlerin jetzt zum Beispiel gestern Abend vorgeschlagen hat? Finden Sie, das ist ausreichend oder zu wenig? Kommt natürlich alles zu spät, wenn man denkt, dass es noch nicht so lange her ist, dass alle meinten, wir stattfinden lassen. Ja, das kommt mir so ein bisschen ähnlich vor. Man griff die Maßnahmen immer nachdem schon was passiert ist. Also es wäre so ähnlich: Ihr Haus brennt ab und danach sagen Sie, Mensch, jetzt soll ich meine Feuerschutzversicherung abschließen. So, ja, das ist wenig vorausschauend. Also man hat ja die Entwicklungen schon in Italien gesehen, wie das ist. Ja, und sagen wir es sowohl. Ich gebe da nicht nur der Regierung die Schuld, die auch. Ja, also wenn man zum Beispiel mal sieht, dann wurde gesagt, ja, die Grenzen sind dicht. Was aber gar nicht stimmt, weil per Flieger konnten die Leute noch bis vorgestern rein und sogar Flugzeuge noch bis gestern aus Iran
und aus China. Da muss man wissen, Iran ist ja neben Italien das Land, wo die meisten Infektionen sind, wo das völlig außer Kontrolle geraten ist in Iran. Und wenn da nach wie vor Flugzeuge landen und nicht nur landen, sondern die Leute steigen einfach aus und Ohne Check. ja, und das ist natürlich wirklich ein absolutes Staatsversagen dann auch in dem Fall, ja. Wenn man da kann man wirklich zweifeln an den Politikern. Jetzt heißt es, dass Leute, die nicht aus der EU kommen, zurückgeschickt wurden, ja. Aber ich meine, wenn einer aus dem Iran kommt, das hat doch nichts mit dem Pass zu tun, ob der das Virus in sich drin hat. Der kann ja auch da im Urlaub gewesen sein oder einen EU-Pass haben, kommt zurück. Der ist doch genauso ein Virusträger wie einer, der jetzt nicht die EU-Staatsbürgerschaft hat. Also das kann man gar nicht daran festmachen. Also da ist schon viel auch Versagen von der politischen Seite dabei hier. Das ist schon richtig. Die Merkel, die tut dann irgendwelche Sprechblasen bemühen. Und ich meine, ich verstehe jeden, der überhaupt nichts mehr gibt auf die Merkel, weil die hat in allen Krisen bisher komplett versagt. Ja? Und das ist sicherlich nicht die richtige Umgebung jetzt. Aber Ländern auch so. Ich meine, der Trump, der hat das erst runtergespielt und hat gemeint, es sei mal wieder irgendwo völlig unbegründete Panik. Und was macht er jetzt? Jetzt sagt er gibt jedem Bürger 1000 Dollar, ja, was eine absolute Schwachsinnsmaßnahme ist, was ein Riesengeld kostet. Aber wem bringt es was? Ich meine, wenn einer wirklich jetzt seinen Arbeitsplatz verliert, seinen Job, dann nützen dem auch 1000 Dollar auf die nächsten Monate oder aufs nächste halbe Jahr Nichts nichts, weil für mehr. 1000 Dollar, da kann man vielleicht mal einen Monat leben, aber nicht jetzt ein Jahr. Und andere die wiederum, die noch ihren Job haben, die brauchen die 1000 Dollar gar nicht. Früher hat man sowas gemacht, Helikoptergeld hat man gesagt, um dann irgendwo die Konjunktur zu stimulieren. Ja, aber sollen denn die Leute jetzt einkaufen gehen mit den 1000 Dollar? Ich meine, das ist ja gerade das, was die Leute nicht machen sollen. Die sollen ihre Lebensmittel kaufen, ja. Und also, das ist schon alles ziemlich widersprüchlich. Und vielleicht hat die einen Lerneffekt, wobei auch da habe ich Zweifel. Ich meine, das, was im Moment passiert, ist ja genau das, was sich die Grünen und die Kreta immer ausgemalt oder gewünscht haben. Es geht kaum noch Flieger, es werden keine Autos mehr produziert, Kohlendioxidausstoß ist verringert und die Menschen schränken ihren Konsum ein. Ja? Also das sind ja genau, das ist Ökotopia live, was Kreta sich immer gewünscht hat und die Grünen. Und das passiert jetzt. Und dann sind die auch noch so blöd und sagen, also ich habe jetzt ein Interview mit der Luisa Neubauer gelesen von Fridays for Future und die sagt, ja, man sieht doch, es funktioniert doch alles. Warum machen wir das nicht auch schon? Warum haben wir das nicht schon gemacht wegen dem Klimanotstand? Warum machen wir das erst jetzt? Also es funktioniert natürlich gar nichts, ja. Und dann sagt sie noch dazu, ja, und man sieht ja auch, es lässt sich ja alles demokratisch machen. Das funktioniert doch alles wunderbar demokratisch. Also wenn das jemand unter Demokratie versteht, komplett ausgesetzt werden. Was jetzt vielleicht vorübergehend tatsächlich mal im gewissen Grade nötig ist, aber natürlich nur vorübergehend als Ultima Ratio. Und wer das aber als Dauerrezept für die Veränderung der Gesellschaft angibt, ja, also da gibt es viele linke Spinner, über die ich mich auch jetzt wieder aufrege. Auch ich habe neulich mal, also meine Lieblingssendung in Anführungsstrichen ist im Fernsehen Titel, Thesen, Temperamente. Das ist so die antikapitalistische Kultsendung von den linken Intellektuellen. Da haben sie so eine Philosophin eingeladen, die hat gesagt, ja, die Entschleunigung verschafft Denkräume, ja. Entschleunigung fand die ganz toll. Also sie findet es toll, wenn jetzt der Philosoph entschleunigt in seinem Zimmer sitzt, hat Denkräume, um sich irgendwie da was, irgendeinen Schwachsinn auszuspinnen. Ja? Also das kann man zum Teil mit Humor sich anschauen, manche Sachen, ja, aber zum Teil auch wirklich, man sagt ja, in Krisen kommt vieles zum Vorschein, was sonst verborgen ist. Und wenn ich allein mal auf meiner Facebook-Seite was zu posten, weil da sind so viele Irre und Spinner, wo dann jeder irgendwo glaubt, er weiß ganz genau Bescheid. Ja. Wundert mich auch, ja, da gibt es einen auf meiner Facebook-Seite, der behauptet, dass er selbst im Gesundheitsbereich arbeitet, hat aber Zeit, zum Teil in einer Stunde hat er 15 Posts, hat er zum Beispiel abgesetzt. Ja. Da frage ich mich, hat der Mensch nicht andere Sachen jetzt zu tun, als den ganzen Tag sein wirres Zeug im Facebook zu posten? Ja, klar. Ist auf jeden Fall echt krass, was da abgeht zurzeit. Und gerade bezüglich der Verbreitung des Virus ist es ja schon wichtig, Abstand zu halten, soziale Kontakte zu meiden. Und wir waren ja öfters schon mal unterwegs zusammen und auch mal was essen. Da haben sie ja ab und zu mal hübsche Freundinnen auch dabei gehabt,
Wie handhaben Sie denn das jetzt Ja, bei den? das ist für mich eigentlich die gravierendste Ja. Einschränkung in meinem Leben, muss ich zugeben, weil ich in der Tat, ich habe vier, fünf Mädchen, mit denen ich mich halt, also ich nenne es mehr Freundschaft plus Sex, ja, wo man sich so halt auch regelmäßig trifft. Und das habe ich Ja. natürlich schon irgendwo deutlich eingeschränkt, weil die sind ja jung und was weiß ich, studieren oder so, ja, und Ja. da hat man natürlich jetzt keine Gewissheit, wenn man dann sich doch sehr nah kommt, was dann ist. Also das ist eigentlich für mich persönlich die gravierendste Umstellung in meinem Leben im Moment. Wie haben Sie das dann gehandhabt? Sehen Sie die dann gar nicht mehr oder? Muss ich mal sehen, das wird jetzt so nicht gehen, aber da muss ich mich dann vielleicht mal eine Zeit lang um das Risiko zu minimieren, auf eine festlegen. So, ja. Ja, okay. Und dann, ja, okay. Und das hat natürlich auch das ganze Corona-Thema dann natürlich nicht nur auf unser Sozialleben große Einflüsse, sondern auch auf die Aktienmärkte. Also das ist ja echt krass, wie der DAX eingebrochen ist. Und wir wissen auch nicht, ob das jetzt schon das Ende der Fahnenstange ist. Vielleicht geht es ja noch viel weiter nach unten, wer weiß. Und wenn da jetzt einer in Aktien investiert ist, dann wird schon der ein oder andere ziemlich unruhig, denke ich mal. Wie würden Sie da umgehen? Oder wie gehen Sie mit der Situation um? Also ich habe jetzt, sagen wir mal, den größten Teil ja in Immobilien investiert. Da können wir gleich noch drauf zu sprechen kommen. Aktien habe ich Ja. auch. Sagen wir, habe ich auch auf dem Papier jetzt deutlich über 1 Million verloren dadurch. Ja. Habe aber andererseits auch nachgekauft. Ja. Natürlich, also dazu muss man sagen, wenn ich da nachgekauft habe, fragen die Leute, denkst du, du hast den tiefsten Punkt erwischt? Natürlich nicht. Das ist immer so beim antizyklischen Investieren, da muss man sich vorher drauf einstellen. Also wer antizyklisch kauft, muss immer mitrechnen, dass nach dem Kauf das weiter runtergeht. Ob jetzt Ja. Immobilien oder Aktien, egal, weil sonst wird es ja heißen, dass er zufällig genau den tiefsten Punkt erwischt hat. Den erwischt man nicht. Trotzdem, wer jetzt einsteigt in den Aktienmarkt und da mal anfängt zu kaufen und wirklich eine Langfristperspektive hat. Ich habe ja immer bei allen Investitionen eine Perspektive von 10 Jahren plus gehabt. So, ja. Ja. Also, und ich glaube, wer eine Perspektive hat von 10 Jahren plus, der kann jetzt auch durchaus ganz gut in Aktienmarkt einsteigen. Wobei ich bin kein Freund von Einzelaktien. Ich bin ein Freund davon, sehr breit gestreut zu investieren. Ich selbst, ich habe so einen Indexfonds, der geht auf den MSCI, aber das ist ein besonders breit gestreuter Fonds, der also in alle Länder investiert, in die man überhaupt investieren kann. Wie Ja. heißt der genau? Warte, eine Sekunde. Langer Name, damit ich nicht falsch sage. SPDR MSCI ACWI IMI Units ETF. Also das ist so ein sehr breit gestreuter Indexfonds. Ja. Schreiben Sie mir das mal, dann verlinke ich das unter dem Video, weil der ein oder andere möchte sich das bestimmt einmal anschauen. Ja, anschauen schon, aber ich gebe bewusst keine Empfehlungen aus. Ich spreche Ja. hier nur von mir selbst, weil das hängt ja wirklich, wie gesagt, absolut von jemandem. Ich habe jetzt, sagen wir, so ein Vermögen, dass ich mir auch erlauben kann, Dinge zu machen, wo ich sage, da ist natürlich ein hohes Risiko auch dabei, aber das ist jetzt nicht eine Empfehlung, die ich generell aussprechen würde. Aber ich für mich, das war die Frage, habe also da jetzt auch schon mal für 1 Million nachgekauft. Okay, So. kaufen Sie nochmal nach dann oder wie ist Ja, das, wie ist also der ich habe Plan? schon vor längerem, ich habe schon vor ein paar Wochen eine Order gegeben, der 140 ungefähr. Und ich hatte da die Order gegeben, bei 100 zu kaufen und habe nochmal eine Order, dass bei 90 gekauft wird. Und es kann sogar sein, dass heute die 90 erreicht werden. Mhm. Also gestern war es irgendwo bei 95 oder so. Ja. Okay, und dann gibt es auch noch eine dritte Order dann oder nur die zwei erstmal? Weiß ich, weil ich habe den Rest in Anleihen investiert und ich will ja auch
doch ein sicheres Element haben, also in Staatsanleihen. Ich habe auch in Gold, was natürlich jetzt ganz gut ist, weil das Gold ist ja doch in den letzten Monaten sehr stark gestiegen, ist jetzt zuletzt auch gekommen, aber das ist immer so. Dann müssen Leute irgendwo zwangsliquidieren oder sind gezwungen zu verkaufen. Da geht das Gold auch mal etwas runter, aber nicht jetzt so brutal. Also ich glaube, das Kilo, das war auf dem höchsten Stand bei 49.000 Euro und war gestern bei 43.000 Euro. Also das sind so ungefähr 10%. Das ist jetzt noch, wenn man es vergleicht mit dem DAX oder mit dem Dow, da ganz gut gehalten. Und ich glaube auch, wenn wir jetzt tatsächlich einen Finanzcrash kriegen sollten, also einen Bankencrash oder so, ja, dann glaube ich schon, dass das Bargeld und Gold und so schon, also man weiß nicht, was kommt. Ich habe aber immer schon so investiert, dass ich für unterschiedlichste Szenarien vorbereitet bin, inklusive Szenario von einem kompletten Finanzcrash auch vorbereitet bin. Okay. Für wie realistisch halten Sie einen Bankencrash aktuell? Ja, schwer zu sagen, aber klar, die packen jetzt alle Waffen aus. Billionen Anleihekäufe, Zinsen ja sowieso schon bei null und. Aber ich meine, das ist ja jetzt nur praktisch die Finanzkrise. Da sagt man, da waren die Banken noch schlechter kapitalisiert als heute. Ja, das mag zutreffen in den USA, aber in Deutschland sind die Banken und in Europa generell in einer sehr schwierigen Ertragssituation. Und das sind ja jetzt ganz andere Auswirkungen, wenn wir jetzt Unternehmenspleiten oder so erleben würden. Also ich halte schon die Situation für gefährlich. Und letztlich, ich habe das schon in den letzten 10 Jahren immer das Bild gebraucht und habe gesagt, wir fahren hier ohne Reservereifen, weil den Reservereifen, den haben wir in der Finanzkrise und danach abgeschraubt. Ja? Und da haben wir schon die Zinsen gesenkt, die Anleihekäufe und eigentlich die letzte Stufe ist dann immer das Helikoptergeld, dass man irgendwo Geld druckt und aus dem Helikopter verstreut. Aber das ist nichts, was man unendlich weiter treiben kann. Und da sehe ich schon eine erhebliche Gefahr. Und deswegen ist es so völlig unverantwortlich, wenn jemand wieder, ich habe es vorhin schon mal gesagt, Altmaier sich hinstellt und sagt, kein Unternehmen, das wirtschaftlich gesund ist, wird pleite gehen und kein Arbeitnehmer wird seinen Arbeitsplatz verlieren. Im Das klingt Gegenteil, man müsste unmöglich. den Leuten sagen, also das ist eine Situation, die ist extrem einschneidend und die wird von jedem Opfer verlangen, ob er jetzt vermögend ist und an der Börse ist und eine Menge Geld verliert oder ob er jetzt irgendwo Arbeitnehmer ist und Lohneinbußen hat. Und ich meine, jetzt zeigt sich auch, wer schon vorher verantwortlich, wer unverantwortlich gehandelt hat. Weil ich höre jetzt oft, ja, da gibt es die Selbstständigen, die sind ja nach einem Monat pleite. Da sage ich, dann hast du aber schon viel, viel falsch gemacht früher als Selbstständiger, wenn du nicht Rücklagen gebildet hast, die so hoch sind, dass du auch mal ein paar Monate ohne Einnahmen überleben kannst. Ja, also gerade für kleine Selbstständige, von denen die Rede ist. Wo es heißt, ja, der lebt ja von der Hand in den Mund, der ist nach ein Monat pleite. Ja, ist auf Aber jeden in der Fall kein Vergangenheit Spaß, ist die ja ein bisschen falsch, Situation. dass du das Rücklagen gebildet hast. Ja, aber vielleicht sind wir jetzt ja auch in der nächsten Generation. 2008 haben wir noch den Reservereifen gebraucht und jetzt haben wir Run-Flat-Reifen. Kennst du die? Nee. Wenn die Luft rausgeht, kann man weiterfahren. Das ist so noch eine, eben auf der Felge so eine Vollgummischicht. Also Aber wenn die aufgebraucht sind, dann ist es echt genau, vorbei. ja, irgendwann geht's nicht mehr, ja. Ja. Und gut, wir wissen nicht alle, wie es weiterläuft, aber es ist ja jetzt doch weltweit, ja, wobei man sagen muss, es gibt ja auch positive Beispiele. Ich bewundere schon lang Südkorea, wo ich auch war schon und Singapur und Hongkong, wo ich war, auch in China. Ja, ich glaube also, die haben in China am Anfang eine Menge Fehler gemacht und haben dann, sagen wir, es schon sehr drakonisch durchgegriffen. Aber es scheint ja so, dass das Gröbste in China vorbei ist. Taiwan zum Beispiel, die haben absolut vorbildlich gehandelt, ja, richtig Taiwan. klasse, auch in Südkorea. Die sind halt viel moderner als wir, da sind wir vorsintflutlich, da wurden die Leute reihenweise getestet. Es ist ja im Moment gar nicht möglich, irgendwo, du kriegst ja nur dann einen Test im Moment, wenn du jetzt praktisch sagst, ich habe schlimmsten Husten, habe hohes Fieber und war noch letzte Woche mit einem Infizierten zusammen. Und dann kannst du einen Test machen. Ja. Wer den
in Südkorea, da ist so, da konnten die Leute, also da haben die so Drive-In schon gemacht. Die gibt es jetzt auch vereinzelt in Deutschland, aber das gab es da überall. Wo du wie bei McDonald's mit dem Auto vorfährst, machst deinen Test und kriegst 2 Tage später auf SMS die Nachricht, ob du infiziert bist oder nicht. Und da haben die laufend auch von Gesundheitsbehörden alle Leute über Kurznachrichten auf ihr Mobiltelefon informiert und so. Und also man muss sagen, das sind die Asiaten, die sich jetzt in der Krise auch irgendwo ein Bewährungstest für Länder, die sind da gut drauf. Und eine Sache, wo man noch gar nicht von drüber gesprochen hat, die mir jetzt große Sorgen macht, Afrika. Also zuerst hat man über Asien gesprochen, jetzt wird über Europa und auch über USA gesprochen. Aber wer spricht erstens von Afrika und zweitens von Russland? Und da glaube ich, also gerade in Afrika, ja, die haben ja eine ganz miserable Gesundheitsinfrastruktur. Da sind auch viele Menschen doch sehr abergläubisch, wie sie mit so Themen umgehen. Da sehe ich auch schon wieder Verschwörungstheorien. Ja, die Amerikaner haben das gemacht, um, was weiß ich, uns auszulöschen oder was auch immer. Ja, also ich glaube, dass nur das ist halt so, dass da das Augenmerk der Menschen im Moment nicht so drauf gerichtet ist. Aber da mache ich mir ganz große Sorgen. Ja, da gibt es manche so, die sind super schlau und die sagen, in Afrika, da ist warm, deswegen kann sich das Virus nicht verbreiten. Das ist alles Quatsch. Natürlich verbreitet, obwohl es da heiß ist in vielen Ländern und auch in Russland. Und das sind so Länder, die man bisher nicht im Fokus hat. Und ja, also da, ich sag mal, die Leute, die jetzt vollkommen ruhig bleiben in Situationen, wo ich zum Beispiel lese, im Iran haben sie über 70.000 Menschen aus den Gefängnissen entlassen, wegen Corona. Ja? Ja, die laufen jetzt rum, wo auch immer, und stecken andere an. Und das sind ja auch keine Leute, die man einzig, das hat ja einen Grund Schon wieder gehabt, raus haben wir, ja klar. warum die im Gefängnis waren, die werden ja jetzt freigelassen. Ja. Also da hört man positive Nachrichten aus Ländern wie Taiwan, Singapur und Hongkong. Und da hört man aber auch vieles sehr Beunruhigendes, besonders auch aus dem Iran, wo die Leute dann auch irgendwo in vielen Städten nicht auf ihre Freitagsgebete verzichten wollen und machen da trotzdem weiter. Ja, klar. Also das ist, was ich Sorgen machen muss. Ja, in China haben sie vielleicht am Anfang auch viele Fehler Aber ich gemacht. glaube, viele Menschen verdrängen einfach die Probleme. Wissen, viele verdrängen die sagen, ich will da nicht dran glauben, ja, Ja. mir kann nichts passieren, ja, und das ist so ein Aberglaube auch bei vielen Menschen, ja, die halten sich irgendwo, ja, ich bin jung und gesund, mir passiert sowieso nichts, ja, wahrscheinlich nicht, aber du kannst es weiter verbreiten, auch wenn du überhaupt keine Symptome hast. Ja Und das klar, ist ja das die ist das Gefahr, Gefährliche. 80% der Ansteckungen werden ja von Leuten praktisch vollzogen, die selbst gar keine Symptome haben. Das Oder ist während das. der Inkubationszeit auch. Ja, klar. Und die keine Symptome haben. So, ja, das ist doch das große Problem. Also es gibt halt viele Leute, die erzählen einem nach wie vor, das ist nur eine Grippe, das ist nur eine Erkältung. Für mich ist es auch alles psychologisch. Menschen darauf reagieren, die sagen dann irgendwo, ich traue den öffentlich-rechtlichen Medien nicht, was ich insofern verstehen kann, als die öffentlich-rechtlichen Medien, also ARD, ZDF, tatsächlich in den letzten Jahren ständig neue Panik verbreitet haben. Es ist 5 nach 12, die Erde geht bei dem Klimanotstand unter. Am nächsten Tag war überall an jeder Ecke Nazis, sodass man schon die nächste Nazi-Machtergreifung praktisch kurz vor den Toren gesehen hat. Also da ist so viel Hysterie in Medien verbreitet worden, dass ich schon die Leute verstehen kann, die da skeptisch sind. Aber skeptisch sein heißt ja nicht, dass man dann im Umkehrschluss sagt, alles, was da gesagt wird, ist jetzt falsch und ich dann vom Regen in die Traufe. Stattdessen vertraut man dann irgendwelchen komischen Verschwörungsspinnern, die man auf irgendeinem YouTube-Video oder im Internet gesehen hat. Ja, also das ist natürlich völlig absurd, wenn dann ein Mensch, weil er irgendwo gemerkt hat, dass in den auch an Hysterie und so verbreitet worden ist in den letzten Jahren, der dann als Reaktion darauf sagt, jetzt surfe ich irgendwo im Internet und jeden Scheiß, den da irgendeiner erzählt, Den glaube glaube ich, ich dann ja. und halte mich aber noch für besonders schlau und für besonders irgendwo mehr wissend, weil diese Verschwörungsspinner, die denken ja immer noch, dass nur sie durchblicken. Jetzt in China haben sie ja gesagt, die haben am Anfang einige Fehler gemacht, aber ich denke, das liegt auch daran, weil es einfach die ersten waren. Die hatten niemanden, wo sie abschauen konnten. Und
Nicht nur daran, es liegt schon auch dran, weil China ist ja schon eine Diktatur und da waren ja die ersten, die dann gewarnt haben, die sind dann ja mit drakonischen Strafen auch bedroht worden und da ist ja auch keine Meinungsfreiheit, da kann sich ja nicht jeder irgendwo in Zeitung oder im Netz äußern, wie er will. Also das ist schon in so einer Krise zeigt sich von so einer Diktatur, zeigt sich natürlich, aber auch, muss man fairerweise sagen, was dann da einfacher und wirksamer umzusetzen ist. Also es hat Licht- und Schattenseiten wie alles. Ja. Ja, und jetzt habe ich noch eine Frage. Ich habe gehört, ich weiß nicht, ob es stimmt, dass China mittlerweile unterstützende Maßnahmen auch in Italien macht, dass die Hilfsmittel einfliegen und so. Stimmt das oder ist das? Ja, klar, ja. Ja? Sie sind ja unglaublich hilfsbereit. Ich meine, ich habe selbst Freunde in China, die haben mir schon vor ein paar Wochen angeboten, haben gesagt, wenn du irgendwie Medikamente brauchst oder wenn irgendwo Informationen, ja, mir hatte ein Freund schon vor ein paar Wochen aus Shanghai geschrieben und hat gesagt, da war hier noch alles ruhig. Da hat er gesagt, ihr unterschätzt das alles, ja, und ich habe das dann auf Wall Street Online, wo ich viel schreibe, Ja, gepostet. Da ist es auch, ich glaube, 85.000 Mal aufgerufen worden, ja. Es war auch ganz gut, weil der hat dann auch mit dazu beigetragen, einem die Augen zu öffnen. Und ja, die Leute sind sehr hilfsbereit. Und ja, wer weiß, vielleicht wäre es bald sicherer irgendwo in irgendeiner chinesischen Stadt als hier in Berlin. Nur ich befürchte, die im Moment können sie ja gar nicht ausfliegen und die würden jetzt auch gar keine Deutschen nehmen wollen, wahrscheinlich. in China. Was sagt er jetzt, Ihr Freund aus Shanghai? Ja, der sagt, dass er immer noch denkt, dass es unterschätzt wird. Also er glaubt, dass man es in China jetzt ganz gut im Griff hat, Ja. aber dass man es immer noch hier im Westen unterschätzt, die ganze Geschichte. Okay, und wenn es jetzt wieder das öffentliche Leben zurückkehrt in China, wird dann die Ausbreitung weitergehen oder wird es eingedämmt sein? Das kann man jetzt noch nicht wissen. Also das werden wir, das ist natürlich jetzt auch ein Experiment, dass die jetzt zum normalen Leben wieder zurückkehren. Das wird man wahrscheinlich erst in ein, zwei Monaten wissen dann. Ja, okay, krass. Ja, Sie sind ja auch hauptsächlich in Immobilien investiert gewesen die letzten Jahre. Wie schätzen Sie die Situation am Immobilienmarkt ein? Wird es da auch so Einbrüche geben wie am Aktienmarkt oder geht es da eher in die andere Richtung durch das billige Geld, wenn die Zinsen jetzt Also das muss man jetzt noch weiter muss man runtergehen? differenziert einschätzen. Also ich war ja überwiegend in Wohnimmobilien investiert in Ja. Deutschland, wo ich allerdings auch einen großen Teil verkauft habe, nicht alle, aber einen großen Teil verkauft habe. Ja. Ja. Und ich denke, Wohnimmobilien sind hier sicher alles ist irgendwie betroffen, wenn dann auch vielleicht Mieter ausfallen oder kein Geld mehr haben oder so, klar. Aber bei mir persönlich sind die fast alle entschuldet, die Immobilien, so dass es also für mich jetzt da keine großen Auswirkungen hat. Aber ich sage mal, gefährlicher ist es natürlich im Bereich, wer jetzt stark im Büroimmobilienbereich investiert ist. Das bin ich auch. Ich bin ja in Jamestown in Ja. einem Fonds drin, der für institutionelle Anleger in den USA. Und das ist ein Fonds, der jetzt überwiegend in Büro und Einzelhandel investiert ist. Ja. Ja. In USA. Sehen, wie dann da die Auswirkungen in den USA, ja, wie dann da die Auswirkungen sind. Ja. Das ist also sicherlich auch ein großes Risiko. Hängt halt, ja, weil Büroimmobilien und Einzelhandelsimmobilien hängen ja immer davon ab, wie die Nutzer jetzt, Ja. wie die dastehen. Also wenn dann jetzt Firmen pleite gehen oder Einzelhändler pleite gehen, dann ist natürlich auch so ein Fonds natürlich betroffen. Ja. Ja, die Online-Mächte werden ja auch immer stärker. Ich habe irgendwo gelesen, dass Amazon gerade 100.000 Stellen ausgeschrieben hat. Lieferservice, Homeoffice, Stellen, Telefonzentrale, zu Hause sitzen die Leute teilweise und telefonieren dann für Amazon. Also schon krass. Ja. Habe ich auch mal gespannt, wie es weitergeht, jetzt gerade auch mit den Behörden und so. Ich habe gehört, jetzt ein paar haben schon zu bei uns in Heilbronn, mit denen habe ich noch telefoniert letzte Woche. Die haben jetzt geschlossen. Und wie es mit Notaren weitergeht, ist es überhaupt möglich, noch Immobilien zu Ja, verkaufen klar, und ich meine, es ist jeder Kaufverkauf? betroffen. Ist das noch möglich überhaupt? Ich bin auch, ja, ich meine, die versuchen natürlich alles aufrechtzuerhalten, aber es ist jeder betroffen. Ich war neulich bei der Sparkasse vor einer Woche und wollte mal vorausschauend ein bisschen mehr Geld abheben, ja. Ja. Und dann haben die gesagt, ja gut, dass wir heute kommen, weil ab morgen haben wir zu. Ja. Also jetzt natürlich nicht alle Sparkassen, da gibt es andere Filialen, aber viele Filialen haben da schon geschlossen. Ja. Ja, Und da können krass. Sie zwar einen Automat, aber im Automat können Sie 1.000 Euro abheben. Das ist also, ja, das hat überall hat es Auswirkungen, klar. Und
bei den Behörden. Ja. Ich wundere mich, wie viele Leute sorglos mit der Sache umgehen. Also ich war ja da im Krankenhaus, um zu besprechen, wegen meiner Augenoperation. Und da war eine Ärztin, die war verantwortlich, weil die hat eine Maske gehabt. Ja. Die Maske schützt ja nicht sie, aber die schützt mich vor Tröpfchen. Beim Reden spuckt man ja. Das ist ja ein Missverständnis, dass manche Leute, die Merkel hat gesagt, die Maske, die nützen nichts. Das ist natürlich Quatsch. Es laufen nicht hunderte Millionen Chinesen mit Masken rum und einschließlich dem Staatspräsidenten, weil es sinnlos ist. Die Masken nützen nichts dem, der es einatmet, aber die nützt natürlich den Mitmenschen, die man dann nicht so leicht durch Spucke oder so beim Reden infizieren kann. Ja? Ja, es gibt da Und verschiedene Klassifizierungen bei den Masken. Die P3-Masken, die sind relativ schwer zu bekommen, weil die jetzt ziemlich rar sind. Die schützen auch beim Einatmen. ja, ich habe jetzt die ganze einfache so gemeint, ja. Ja. So die jetzt nicht einen selbst schützt, sondern die anderen, ja. Und da war die eine Ärztin, die hat also so ein Ding aufgehabt und die andere, die Professorin, die ganz nah an mir dran ist und die Augenuntersuchung macht, ja. Die Da frage nicht. ich, wo ist Ihre Maske so? Warum haben Sie, ja, ich will jetzt nicht diskutieren und ich weiß schon, was ich mache. Da sage ich, nee, das glaube ich nicht, ja. Weil Sie können ja jetzt, wenn Sie krank sind und es nicht wissen, Sie haben den ganzen Tag hier nah bei. Also da sieht man, dass selbst, sagen wir mal, Ärzte oder gebildete Menschen, die es besser wissen sollten, Keine sich Ahnung haben. teils unverantwortlich verhalten, bis hin zu zum Chefvirologen, der bei Anne Will letzten Sonntag sitzt, in so einem kleinen Abstand zu den nächsten Diskussionspartnern. Und der müsste eigentlich sagen, wenn ich jetzt in die Sendung komme, hätte ich schon mal gesagt, rückt mal die Stühle auseinander. War zu der Zeit im österreichischen Fernsehen sogar schon gemacht. Jetzt bei Hart aber fair Montag, da waren dann auch die Stühle auf einmal weiter auseinander. Aber das, ich weiß nicht, die Leute, die sind irgendwo oft ein bisschen langsam im Kopf und brauchen dann halt irgendwo unverhältnismäßig lang, um sowas zu verstehen. Auch manche anderen Sachen verstehe ich nicht. Zum Beispiel Friseur. Ja? Jetzt die Friseurgeschäfte haben alle noch offen. Ja? Dabei, ich meine, so nah wie beim Friseur ist man mit wenigen Menschen, wenn Ja, der da klar. an Haaren rummacht. Und wenn der den ganzen Tag nah an alten Haaren schneidet, also warum muss der Friseur unbedingt aufhaben? Ja? Ja, klar. Weil wir alle dran sterben, wenn unsere Haare jetzt mal 1, 2 Zentimeter länger sind oder so. Ich weiß es nicht. Ja? Also ich gehe ziemlich oft zum Friseur normalerweise, jede Woche. Ja? Aber ich hab so kurze Haare, ist auch nicht so viel zu schneiden, es geht schnell. Und ich habe dem dann gesagt, können Sie nicht mal so ein Ding aufsetzen beim Haare? Ah, oh, nee, warum so? Dann habe ich gesagt, das wäre doch ein gutes USP. Da können Sie, solange Sie noch hier aufhaben, können die Leute ins Friseurgeschäft und haben gesagt, bei uns werden sicher die Haare geschnitten oder so. Hat er aber nicht kapiert. Jetzt gehen sie nicht mehr. Ja, ich habe jetzt eigentlich schon um halb einen Termin, aber ich glaube eher nicht so. Ja. Machen Sie es selbst. Nee, also dann sind halt die Haare mal ein bisschen länger. Ja. Ja, gut, das ist auch nicht so schlimm. Wie schätzen Sie jetzt also rein im Wohnimmobilienmarkt die Preisentwicklung ein? Ist mal unabhängig von den Mieteinnahmen, ob die kommen oder nicht. Kann es da zu Korrekturen nach oben oder nach unten kommen? Also ganz schwer einzuschätzen. Ich meine, auf der einen Seite, also ich muss mal grundsätzlich dazu sagen, dass ich sowieso jetzt kein so ein Anhänger mehr bin, in Wohnimmobilien zu investieren, ganz unabhängig von der ganzen Geschichte, habe ich vorher schon gesagt, Ja, weil ich glaube, dass in halt von der Regulierung. Politik, von der Regulierung alles immer straffer, immer strenger wird und immer mehr praktisch das Eigentum entwertet wird. Also ganz unabhängig davon, deswegen habe ich ja auch einen großen Teil verkauft. Ja, also ich bin da skeptisch und ich glaube halt auch, das weiß ich mir noch gar nicht, dass jetzt diese ganze Corona-Sache nochmal einen großen, wie als Katalysator für noch mehr sozialistisches Denken dienen kann. Weil in so einer Krise, da nehmen die Leute halt sehr viel hin. Irgendwann kommt der Gesetzgeber morgen auf die Idee und sagt, was weiß ich, Mieter, die jetzt ihre Miete nicht zahlen können, ja, ist okay, dann haben die halt das Recht dazu, auch wegen Corona Mieten nicht mehr zu zahlen oder so. Weiß man alles nicht. Ja? Ja, Wobei ich klar. persönlich würde jetzt jeden, der arbeitslos wird und in einer schwierigen Situation ist, natürlich würde ich dann kulant sein und sagen, pass mal, da zahlst jetzt mal 2, 3 Monate die Miete nicht und schreiben wir dann irgendwo für später an. Ja? Aber ich befürchte halt, dass auch auf einer politischen Ebene dann für Gewerbemieten hat man zum Teil schon so Sachen angedeutet. Also ja, ich warte auch drauf,
das geschieht ja an sich in jeder Krise, dass dann so Sündenböcke gesucht werden. Ja, ich habe ja vorhin schon gesagt, Herr dass Schulz. es zum Teil geschieht, also die Araber oder Rechtsextreme, die das auch machen, andere, die irgendwo, das der CIA oder andere, was weiß ich, da hat jeder seine eigene verspinnerte Theorie, weil das war schon immer so. Also ich bin ja Historiker von Beruf und das kann man schon im Mittelalter sehen, wo es also die Pest gab, ja. Da sind zum Beispiel 40.000 bis 60.000 Hexen verbrannt worden, weil man da gesagt hat, die Hexen, die waren es gewesen. Oder weil man gesagt hat, der Jude hat einen Brunnen vergiftet. Ja? Und so war es eigentlich immer schon in der Geschichte, dass die Menschen können nicht akzeptieren, dass eine Sache einfach so passiert. Die müssen immer irgendeinen geheimen Drahtzieher oder irgendeinen, der dahinter steckt und der das gemacht hat. Ja, und wenn ich jetzt im Internet angucke, wie viele wirre Theorien da schon sind, und das wird früher oder später so kommen, es hat ja schon angefangen, der Trump, der sagt dann, das sind die Westeuropäer, die hier nicht richtig gehandelt haben und die eingereicht haben. Die Russen sagen wieder, das war jetzt der CIA. Also das fängt ja jetzt schon an und das wird sich irgendwann rauskristallisieren, wer da als Sündenbock dann da auserkoren wird. Völlig unsinnig, ja. Aber ist Ja, ja selbst nach dem Erdbeben so oder nach irgendwelchen Überschwemmungen, da die ist immer einer Menschen, die schuld. können anscheinend nicht leben irgendwo in der Erkenntnis, es ist jetzt halt so passiert. Die brauchen immer einen geheimen Schuldigen. Und ich meine, ich mache mich mal über die Leute lustig, wenn dann einer irgendwie da wieder seine schwachsinnige Verschwörungsspinnerei postet im Internet. Ich habe neulich mal einem zurückgeschrieben. Ich habe gesagt, ich sage Ihnen jetzt, wie es wirklich war. Erstens, Elvis Presley lebt noch. Zweitens, der hat sich zusammengetan mit den Leuten, die Mondlandung gefaked haben. Ja, die haben sich wiederum mit dem CIA und den Bilderbergern verbündet, sind zum Mars geflogen, haben da im geheimen Labor die Viren gezüchtet und sind dann mit UFOs auf die Erde und verstreuen die jetzt überall. Ja. So, das ist also, manchmal kann man der Sache auch, ja, man muss ja aufpassen, dass man da nicht irgendwo depressiv wird wegen der ganzen Blödheit auch der Leute. Manchmal muss man es mit Humor auch sehen, die ganze Geschichte. Also, ich habe da vorhin auch so, manchmal, da habe ich mir wieder was rausgezogen. Mal gucken, was war, ja, dann gibt es so Leute, das kennen Sie bestimmt auch, die sagen, ja, der Beweis dafür ist, es gab so einen Science-Fiction-Roman, wann ist der erschienen? Der ist irgendwo schon 1981 erschienen und da hat schon einer das genau beschrieben, was jetzt so stattfindet, was auch gar nicht stimmt, was auch Quatsch wäre. Also was ist denn das für eine geheime Verschwörung, wo einer 1981 das im Science-Fiction-Roman aufschreibt, um es dann irgendwo im Jahr 2020 irgendwo durchzuführen? Also mit logischem Denken ist es da nicht weit her bei vielen Leuten. Hier schreibt einer, dass die zionistische Lobby Nigeria, eine Suppe können Erkrankte helfen. Knoblauch wird laut Afrika-Check in sozialen Medien als Medizin empfunden. In Indien empfiehlt der Hindu-Aktivist Urin oder Dung von indischen Kühen als Medizin gegen das Virus. In Russland ist das Gerücht, bei der Epidemie handelt es sich um einen US-Angriff mit biologischen Waffen. Ja, also da hat jeder so seine eigene Theorie. Ja. Die Simpsons haben es ja auch schon gewusst, ja. Nee, wusste ich nicht so. Wie? Die Simpsons. Ja? Nee? Ich schicke Ihnen nochmal nach was zu. Die haben in China haben die Pakete verschickt und da waren die Viren im Paket nach USA, Europa und dann kam es hier raus. Also, ja. Ja, Also, so irgendwie. das ist ja schon immer so. Die Menschen irgendwo, wenn sie sich was nicht erklären können, dann, es gibt so zwei Möglichkeiten. Entweder sie verdrängen es und sagen, ach, das ist ja alles aufgebaut. Bausch, Krippe, das ist ja alles von den Medien gemacht, das ist ja gar nicht. Oder sie haben irgendeine Verschwörungstheorie parat, wie wir es eben gesagt haben. Da zweifelt man manchmal dran, wir bilden uns ja ein, im Vergleich zum Mittelalter, seien wir heute alle so unglaublich aufgeklärt und so unglaublich rational und so unglaublich wissenschaftlich, ob das wirklich so ist oder ob wir noch, oder ob wir nicht in Wahrheit doch genauso irgendwo abergläubisch und auf einem ähnlichen Stand sind wie die Menschen im Mittelalter. Da habe ich sowieso schon nicht erst heute Zweifel. Da hatte ich schon Zweifel in der Debatte über die Stickoxide und so weiter. Ja. Also das sieht man jetzt, wie die ganze Irrationalität hochkocht. Die Leute sind richtig aggressiv. Also gehen Sie mal auf die Facebook-Seite. Die tippen sich die Finger wund den ganzen Tag und schreiben da und regen sich auf. Und
ich provoziere die dann auch zugegeben immer ein bisschen, ich mache mich über die dann lustig und sage, ich nenne die auch gar nicht mit. Übrigens, wissen Sie, woran Sie Verschwörungstheoretiker erkennen? Der erklärt Ihnen als erstes, dass das Wort Verschwörungstheorie auch schon vom CIA gemacht wurde. Das ist das Erste, was er Ihnen erklärt. Aber die fühlen sich dann angesprochen. Und ich nenne die ja gar nicht Verschwörungstheoretiker, oder Theorie, das ist viel zu viel gesagt, sondern ich nenne die Verschwörungsspinne und ich provoziere die dann auch. Und dann müssen wir mal sehen, wie die dann, die werden dann richtig hyperaktiv und also da muss man auch mal weggehen und das gar nicht lesen, weil Ja, das ist also zu heftig man teilweise. zweifelt da wirklich oft an seinen Mitmenschen. Ja, klar. Eine Freundin von mir, die wohnt in den USA, in Michigan, in einem Dorf, also wirklich ab vom Schuss. Ich habe der letzte Woche mal geschrieben, so, hey, wie geht's dir und so, ist alles okay bei euch? Wie ist die Lage bezüglich Corona? Und dann hat sie geschrieben, hey Fabian, ich will ehrlich zu dir sein, ich habe den Virus seit 2 Wochen. Ich habe genau die Symptome, die beschrieben werden. Ich war beim Arzt, es ist kein Test möglich. Und ja, ich sag's mal so, wenn es da angekommen ist, bei denen im letzten Dorf in Michigan, will ich nicht wissen, wo es noch überall schon angekommen ist, wo kein Mensch überhaupt jemals an den Test gedacht hat. Also das Schlimme ist ja, ich habe auch also eine sehr gute Bekannte, ja, die hat also auch jetzt den Husten und viele dieser Symptome gehabt, ja. Ja. Und ich habe gesagt, wäre doch eigentlich gut, dass du dich testen lässt, weil es ja für dein weiteres Verhalten maßgebend ist. Also entweder kommt bei dem Test bei raus, du hast es jetzt, ja, dann Ja. ist doch wunderbar, dann seid ihr froh, es ist relativ harmlos verlaufen. Und danach bist du höchstwahrscheinlich erstmal immun. Man weiß ja nicht, ob für immer oder für ein paar Monate, aber zumindest für eine vorausschauende Zeit. Und Ja. dann können wir uns wunderbar treffen und du kannst eigentlich überall alles machen, was du willst, ja, weil du es halt schon hinter dir hast. Und zwar in einer harmlosen Weise nicht, ja. Und dann wiederum musst du ja dich in einer gegenteiligen Weise verhalten. Also vorsichtig und so. Aber da ist ja nicht möglich, so einen Test zu bekommen. Das ist im Grunde genommen das Versagen, ja. Da Des wird Gesundheitssystems. das einfach so schwierig ist, im Moment sich testen zu lassen. Ich habe auch einen sehr guten Freund, der hat jetzt gesagt, er muss jetzt 2 Wochen in Quarantäne. Warum? Weil der hat neulich mit dem Friedrich Merz ein Interview gemacht. Und der Friedrich Merz, der ist ja mit Corona infiziert. Und da wollte er natürlich auch einen Test machen. Da habe ich gesagt, nee, es gibt keinen Test. Bleiben Sie mal 2 Wochen zu Hause und gucken, was passiert. Ja. Aber ich kenne auch einen, der hatte Husten und so. Dann ist er zum Hautarzt gegangen, hat einen Test haben wollen und dann hat einen bekommen. In Bayern. Ja, gut. In Bayern. In Berlin sind es ja meistens am schlechtesten. Also ja, würde jetzt auch lieber in Bayern wohnen als in Berlin. Ja. Aber nee, ich habe also auch in den USA ist schwierig. Ich habe einen Bekannten, der war mit Corona-Kranken zusammen, hat auch alle Symptome und der hat sich, das kann ich auch einen Namen sagen, weil das ging jetzt auch durch die Medien. Hellmann heißt er, der arbeitet da beim Think Tank, ja, und der hat tagelang sich bemühen müssen und hat keinen Test bekommen. Erst so, ja. Der hat sich tagelang und dann hat auch der Test damals noch, also das ist jetzt schon ein bisschen her, hat er gesagt, weil er eine Selbstbeteiligung hat bei seiner Krankenversicherung, hätte es ihn $3.000 gekostet, der Test. Auch eine richtige Frechheit. Ja, und ich habe von einem gehört, der hat das bezahlt, die 3000, und hat trotzdem kein Ergebnis bekommen. Ja, also so sicher Das ist. ist schon vieles, ja. Völlig prima. Lass es uns mal in ein paar Tagen nochmal sprechen. Das geht ja alles weiter. Ich Ja. befürchte ja, wir stehen tatsächlich erst ganz am Anfang. Ja? Und leider haben wir auch keine so vertrauenswürdige Regierung hier und Politiker. Also ich beneide da wirklich jetzt die Asiaten, ja? Die Leute in Singapur, in Taiwan, ja? Wo da viel rationaler mit umgegangen wird. Das ist jetzt auch so eine Art Bewährungsprobe für jedes Land, wo dann die Stärken und die Schwächen von jedem Land sehr klar zum Hervorgehen, Vorschein kommen. So wie in Italien, wo wir immer schon wussten, dass es da ziemlich chaotisch alles zugeht. Ich meine, ich weiß nicht, wie viele Regierungen die jetzt in den letzten 50 Jahren gehabt hat. Vielleicht auch 50, keine Ahnung. Ja. Also die sind ja generell irgendwo da nicht so besonders rationell. Aber ob wir Deutschen da jetzt wirklich besser aufgestellt sind,
30 irgendwo eine Bewährungsprobe für jedes einzelne Land. Ja. Ja, auf jeden Fall. Dann vielen Dank auf jeden Fall für Ihre Einblicke ja in die Welt des Coronavirus, wie Sie das sehen und was Sie für Sachen auch gemacht haben in Ihrem persönlichen Leben. Danke dafür. Dann würde ich sagen, unterhalten wir uns nächste Woche nochmal und schauen Absolut. mal, wie sich das entwickelt hat, das ganze Thema. Ich wünsche Ihnen alles Gute in Bleiben Sie Berlin. gesund. Bleiben Sie Bleiben Sie sowieso gesund. jung und fit, ja. Selbst wenn Sie es kriegen. Also ich will trotzdem, dass Sie gesund bleiben, aber selbst wenn Sie es kriegen, also Sie werden es auf jeden Fall gut überleben. Ich auch, ja. Bin ja auch sonst top fit und gesund. Aber denken wir jetzt an die alten Menschen vor allen Dingen, an die Vorbelasteten, an die Kranken und gucken wir irgendwo, dass wir da auch in unserem Umfeld nochmal Appell an jeden. Also redet euren Eltern, Großeltern ins Gewissen, die sind nicht alle vernünftig, ja, weil Ja, das sind die wirklich, das sind Hilfe die wirklich brauchen, gefährdet sind und die Hilfe brauchen, ja. ja. Okay, super, dann machen Sie es gut, Ihnen alles Gute und bis bald. Tschüss. Tschüss.